Ja, hallo liebe Videofreunde. Heute ist Regentag. Gerade eben hat es hier richtig geschüttet. Heute ist einfach draußen nicht so ganz so schön, aber gut, es muss halt auch mal sein. Die Erde braucht es ja auch und ich habe damit eigentlich so kein Problem. Was mich hier wirklich nervt, ist, dass ich kein Internet habe. Oh, das nervt mich tierisch ab. Alle anderen haben Internet, nur ich nicht. Vodafone hat hier irgendein Funkloch, hat wohl Michael rausgefunden. Und das letzte Mal stand ich vorne, sagte der junge Mann gerade auch, da ist so ein Mast an so einer Stromsäule. Und da habe ich letztens gestanden, wo ich hier war. Da hatte ich das Problem nicht. Ich habe null Internetempfang. Null. Weder WhatsApp noch Facebook, irgendwas. Und wenn du denn hier so alleine bist über so viele Tage und hast kein Internet, also ich sag's euch, das ist man immer gewohnt und da wird's einem doch manchmal langweilig. Ich habe gestern viel gelesen, heute werde ich Videos bearbeiten, ich habe ja noch einiges zu tun, aber man kann jetzt auch gar nichts irgendwie hier richtig mal schön zeigen, weil der Ort, naja, da gibt es eine Gaststätte, das habe ich euch ja auch alle schon im anderen Video gezeigt, den Ort und ja. Gibt es nicht so viel zu zeigen und bisschen spazieren gehen an der Mosel oder man kann mal in die Weinberge hochgehen, aber mehr ist halt einfach auch nicht, ne? Also so richtig glücklich bin ich nicht. Also ich bin dann irgendwie unruhig und würde am liebsten wieder losfahren und woanders hin. Und jetzt habe ich aber mal geguckt hier an der Mosel, auch mit Internetempfang, überall das Gleiche. Also das ist noch also armes Deutschland, was das betrifft. Und ja, jetzt habe ich auch bezahlt bis Montag. Jetzt werde ich auch so lange hier bleiben, aber dann werde ich wahrscheinlich dann losfahren, weil Michael muss bis Dienstag jetzt durcharbeiten. Der kommt dann also, wenn dann nur abends mal her. Und da fahre ich dann halt auch wieder. Weil manchmal hat er zwischendurch mal so einen Tag oder 2 Tage frei, aber diesmal ist überhaupt nichts. Naja, jetzt muss ich mal gucken, wie der Plan die nächsten Tage ist. Und aber dann so irgendwann würde ich auch gerne wieder mal weg wollen und was anderes sehen wollen, wenn ich ehrlich bin. Das wird man dann doch ein bisschen langweilig hier. Ja. Naja, jetzt ist ja heute hier ein bisschen leerer geworden. Es war ja Wahnsinn, was hier los war. Jetzt am Vatertag. Aber jetzt sind ja auch die nächsten schon wieder da. Ist schon wieder fast alle Plätze besetzt. Aber ich hatte hier neben mir einen. Wenn ihr mal, ich euch das mal zeige. Hier ist ja nicht viel Platz. Seht ihr ja. Und hier stand noch ein größeres Wohnmobil. Und die, also wir hatten keine 5 Meter Abstand gehabt. Und die Herrschaften, die haben einen Abend draußen gesessen bis 0 Uhr direkt unter meinem Schlafzimmerfenster und haben sich unterhalten. Es ist nicht laut gewesen oder so, keine Frage. Aber das ist dann, wenn man dann da hinten liegt und es sitzt direkt einer unterm Fenster, dann ist das Unterhalten eben auch laut, ne? Um 0 Uhr bin ich dann rausgegangen, aber da haben sie gerade dann alles eingeräumt, weil dann hätte ich was gesagt. Ich wollte dann auch immer mal schlafen und wenn einer so nah ist und wenn man sich so nah auf der Pelle hängt, das kann ich auch nicht leiden, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, es war halt viel los oder vielleicht auch am Wochenende wird viel los. Gut, das Wetter ist jetzt nicht mehr ganz so schön wie die letzten Tage. Da wird es vielleicht nicht ganz so voll, aber das ist so gar nicht meins. Aber was ich noch sagen muss, ich habe total nette Nachbarn. Also das macht es wirklich leichter. Also ich habe wirklich ganz, ganz nette Nachbarn. Und gestern Abend wollte ich meine Markise reinmachen, weil wir haben noch nicht solche Spanngurte. Ich habe gesehen, dass die alle solche Spanngurte haben. Das müssen wir uns auch mal anschaffen. Weil der eine Mann sagte, es gibt manchmal solche Winde hier und dann fliegt die Markise hoch. Ist letztens hier ein Unfall passiert mit jemandem, dem ist das Ding dann auf den Kopf geknallt. Und deswegen hat er immer gesagt, machen Sie schönen Abend, alles zu und hat mir auch geholfen. Und gestern Abend waren die aber schon schlafen oder beziehungsweise drin und ich habe das dann eingerollt und kam mein anderer Nachbar an. Und das ist ein älterer Herr auch, der ist alleine unterwegs und der hat mir netterweise dann geholfen, die Markise einzuräumen. Und dann habe ich gesagt, gibt's mal ein Bierchen. Also sagt er heute nicht mehr. Dann ist er ins Wohnmobil. Ich habe das gemerkt, er hatte ein bisschen was intus. Und dann kam er von und da sagte er, ich hätte ja gerne mit Ihnen ein Bierchen getrunken, aber ich konnte gestern nicht mehr. Ja, hat er gesagt, er hätte gefeiert mit seinen Freunden. Ich habe nicht gesagt, dass ich es gemerkt habe, aber das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja auch schön, das kann man ja auch mal machen, oder? Das ist wunderbar. Hallo, gestern war Vatertag, also alles gut. Aber die sind echt goldig. Also das macht
Das wird dich einfacher hier, das wird dich schön, nette Nachbarn zu haben. So, das ist jetzt meine kleine Zwischenmahlzeit. Und was ich immer wieder sagen muss, was ich toll finde am Kastenwagen ist, dass man, wenn man hier sitzt, einfach und die Tür offen hat, fast schon im Freien sitzt, einen schönen Ausblick hat. Und das liebe ich einfach. Das habe ich früher schon so toll gefunden, wenn ich andere gesehen habe. Und das finde ich heute auch schön. Das ist einfach toll, dass man dann, wenn das Wetter auch mal nicht so schön ist, dass man dann einfach auch so mitten im Magen der Natur sitzt. Also das finde ich herrlich. Jetzt gucke ich noch ein bisschen Fernsehen nebenbei, mal die Nachrichten. Und dann werde ich mich ans Video schneiden machen. So, wie ihr seht, Cheffe ist da. Ja. Von seiner langen Tour. Hat alle Flieger repariert, ordentlich. Dass sie nicht abgestürzt sind. So, und jetzt ist uns was ganz Lustiges passiert. Und zwar kam gerade ein Pärchen angefahren zu uns auf dem Platz mit einem Moped oder einem Roller, ne? Und ja, und jedenfalls haben die uns gesehen oder unser Auto gesehen. Die sind zu uns gekommen und haben gesagt, oh, Living in Travel. Haben wir uns doch gedacht, dass irgendeiner hier ist. Auf jeden Fall haben sie uns angesprochen und haben uns ein bisschen unterhalten und dann kam Michael gerade an von seiner Tour jetzt und dann haben wir uns verabredet für heute Abend, also für jetzt gleich besser gesagt. Wir gehen ein bisschen was essen, die zwei kommen dazu und wollen ein Glas Wein trinken und da haben wir ein bisschen mehr Zeit zum Quatschen. Und das fanden wir total schön, dass uns wieder mal jemand angesprochen hat und ja, sich so nette Kontakte entwickeln. Wir haben ja mittlerweile auch ganz tolle Kontakte gefunden durch YouTube. Denke mal nur an Norwegen, ne? Ja. Das war wirklich schön. Und ja, jetzt werden wir mal zusammen essen gehen und einen geselligen Abend haben. Da freue ich mich ganz besonders drauf, wo ich jetzt tagelang alleine aushalten musste, bis mein Herz allerliebster wieder da ist. Und ich mal ein bisschen quatschen kann, obwohl ich habe ja ganz nette Nachbarn. Also die sind wirklich goldig da auf dem Platz. Das ist auch der Grund, warum ich da geblieben bin. Und ja, freue mich aber jetzt auf ein bisschen Geselligkeit, wenn ich ehrlich bin. Es war ein schöner Abend gestern. Es war sehr schön. Wir haben uns gut unterhalten, hatten Spaß gehabt. Wir hatten eine super nette Bedienung und das Café Ballet, glaube ich, heißt es. Ich verlinke euch das unten mit den beiden netten Herren, die das führen. Und die machen eine gute Küche und es ist immer wieder schön bei den beiden. Also wir mögen das total. Also das war sehr schön. Wir haben da direkt also mit Blick auf der Mosel gesessen und konnten auch noch draußen sitzen. War zwar frisch, aber es ging. Und wie gesagt, wir hatten eine super nette Bedienung gehabt. Die war vielleicht lustig, ey. Das war, was haben wir Tränen gelacht. Es war wirklich schön gewesen. Schöner Abend. Aber leider, als wir zurückgekommen sind, habe ich mich wirklich das erste Mal über Camper aufgeregt. Gestern war ich sauer. Das erste Mal, wo ich sauer war. Wir sind zurückgekommen und da hat sich doch wirklich, aber wirklich unmittelbar neben uns einer gestellt. Also so, dass man gar keine Intimsphäre mehr hatte. Und da muss ich ehrlich sagen, da hört bei mir die Freundschaft auf, weil die haben das deswegen gemacht, das habe ich heute nämlich gesehen. Die hatten Bekannte und die haben auf dem Weg, der hier lang läuft, da gegenüberliegend waren die Bekannten von denen. Und weil die natürlich zusammen irgendwo stehen wollten, haben die sich einfach dann noch bei uns da reingequetscht, damit sie nahe zu ihren Bekannten sind. Obwohl ein paar Meter weiter hier vorne Plätze frei waren. Also es war Platz, man hätte sich nicht dahin stellen müssen. Und das hat mich wirklich geärgert, muss ich sagen. Ich kann nicht einfach abends irgendwo hinkommen und mich breit machen und so nah an jemanden ranrücken. Ich meine, ich kenne die Leute nicht, die sind fremd für mich. Und ich will nicht jeden Putz von einem anderen hören oder jedes Wort, sondern ich will wenigstens ein kleines bisschen Intimsphäre haben. Und das war mir einfach zu nah. Zwei Kinder und ein Hund, schön die Stühle, alles ausgebreitet. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, wirklich. Aber egal, es ist wurscht, also so ist es halt. Wir haben dann
unser Auto eingepackt und sind dann weiter vorgefahren. Hier waren noch gut Platz frei gewesen, also auch ein schöner Platz. Wir haben jetzt wieder Abstand zueinander hier, zu den Nachbarn, und haben uns jetzt hier hingestellt. Kam noch ein Pärchen, die sind von vorne ausgerückt, da war gut Bambule und Party, die wollten da nicht sein. Und dann haben wir uns hier arrangiert und haben uns hier zusammen hingestellt und es klappt wunderbar. Ja, so ist das halt, aber es wird mir im Leben nicht einfallen, dass ich mich so an jemanden ranquetsche. Also das würde ich nicht machen. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das kann man irgendwie machen, wie gesagt, wenn man sich kennt. Aber wenn man sich fremd ist, kann man sich nicht so nah an jemanden ranstellen. Und ich werde jetzt mit Hunni ein Stück spazieren gehen. Aber eben sieht es aus, als ob es gleich anfängt zu regnen. Ich muss direkt mal gucken. Nö, da kommt es wieder hell da hinten. Und wenn wir hier hinten rauslaufen, da habe ich gesehen, da gibt es auch einen schönen Weg, wo man laufen kann. Werde ich mir mal angucken. Und wenn wir zurückkommen, ich habe gerade Kartoffelsche gekocht für Hunni. Dann gibt es Futterchen für ihn. Und ich habe mir auch noch gestern ein Leckerchen von den beiden Herren mitgenommen. Ich konnte nicht widerstehen. Und ich durfte es mir normalerweise gar nicht leisten. Aber ich konnte nicht widerstehen. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world, I was one rich little girl. Daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back to them days, running around in a gown and a crown, barefoot. So, nachdem ich jetzt einen schönen Spaziergang in den Weinfeldern gemacht habe und noch lange nicht so viel Kalorien verbraucht habe, wie das Teil hier hat, es ist trotzdem, das ist ein Sachertörtchen. Und das stand gestern so schön da in dem Kühlschrank und dann konnte ich da nicht dran vorbeigehen. Wahrscheinlich kann ich nicht alles essen, das ist so viel, aber das sah so schön aus. Und das werde ich mir jetzt gleich schmecken lassen. Das geht zwar gleich wieder direkt dahin, aber ich kann nicht widerstehen. So, jetzt schauen wir mal, wie das Ganze von innen hier aussieht. Sehr lecker. Jo, wir sind jetzt heute nicht mehr in Enkirch, wir sind in Traben-Trarbach. Wir sind heute mal nach Traben-Trarbach rübergefahren, weil wir uns einfach mal nach anderen Stellplätzen umschauen wollten, weil Enkirch war sehr laut, sehr groß, sehr überfüllt, und da ja heute Sonntag ist und einiges abreißt, haben wir gedacht, komm, wir fahren mal nach Traben-Trarbach. Da haben wir gehört, der soll sehr schön sein. Und der ist auch wirklich schön. Der ist auch mittlerweile wohl sehr bekannt, sagte gerade jemand hier. Da muss man Glück haben, hier ein Plätzchen zu finden. Und ja, haben uns den erstmal mit dem Auto angeguckt. Also Michael ist ja auch mit seinem Auto hier. Und da sind wir erstmal hierher gefahren. Haben uns das angeguckt und es hat uns gut gefallen.
Dann sind wir zurück und haben unsere 7 Sachen gepackt, sind nochmal nach Reil gefahren und dann waren wir nochmal im Café Ballet eine Kleinigkeit essen und sind dann anschließend hier rüber gefahren nach Tram-Trarbach und jetzt gibt es gleich Essen und ein Malheur ist uns passiert bei der Einfahrt, wo wir hierher gekommen sind, haben wir erst einen anderen Stellplatz gehabt und da sind so Holzbalken. Und Michael ist rausgefahren aus dem Parkplatz und ja, ist gegen den Balken gekommen und wir haben eine Delle im Auto. Müssen wir ausbeulen lassen. Aber hier ist sie. Aber das ist gut, es ist null Kratzer drin. Also ich denke mal, das kriegen wir wieder gut ausgebeult, weil der Lack überhaupt nicht beschädigt ist. Von daher haben wir nochmal Glück gehabt. Ja, jetzt gibt's Essen, Mangiare. Heute gibt's Hamburger. Und naja, dann werden wir es uns gleich mal schmecken lassen. Also der Stellplatz hier ist total schön. Ist ganz lustig gerade. Es regnet und es scheint die Sonne. Und gerade eben, man sieht ihn nur noch so ganz leicht da hinten, gab es einen mega Regenbogen. Der war ganz, ganz deutlich. Also total schön. Und hier stehen wir auch direkt an der Mosel. So, jetzt gibt's Essen. Nun wollen wir es uns mal schmecken lassen.